Damit startet die zweite Runde für unsere Finalpaare. Unsere Paare zeigen uns ihre Lieblingstänze. Es startet Paar 02, Hubert Neuper und Katrin Menzinger. Darf ich eure Konversation unterbrechen? Es geht los. Wir wollen euren Lieblingstanz sehen. Die beiden tanzen einen Tango. Den ersten Lieblingstanz des Abends. Die Lehrerin ist zufrieden, da höre ich schon super. Ja. Für die Katrin war es okay. Beim letzten Mal ist es da beim Hubo ans Eingemachte gegangen im Laufe des Tangos. War heute alles in Ordnung? Anders hingekriegt. Heute anders hinbekommen. Er strahlt auch noch. Ja, man müsste dich ja inzwischen so komplett kühlen, von oben bis unten. Da reicht der Eisbeutel wahrscheinlich nimmer. Hannes hat letzte Woche die Haltung gelobt, vor allem die Haltung vor dem Tanz. Wie war die jetzt? Mittlerweile kann ich mit dieser Haltung leben. Na, aber ich muss sagen, diese Tanzhaltung und der Kulm gehört zum Hubert Neuper. Eindeutig. Okay. Jetzt haben wir's schon. So. Es war Spannung, Dramatik pur. Wir haben auch die Gegenbewegung gefallen, waren eindeutig zu sehen. Die Schlusspose, gestreckter Rist. Katrin, das ist dein, gell? Das ist deine Trainerin, dein Stil. Super. Habe ich es gemacht? Ich war begeistert. Ja, ich habe es gemacht. Der Hubo fragt, habe ich es gemacht? Ja, du hast es gemacht. Sehr gut. Thomas. Also, Hannes, du vergisst wohl, wie am Anfang die Haltung war. Und wenn man hat das nicht verbessert. Kannst du dich noch erinnern, wahrscheinlich doch. Also da ist natürlich überhaupt nichts mehr davon zu sehen, von Kulm und so weiter, sondern wirklich eine ganz andere Haltung geworden. Und das bedeutet ja, dass man echt an sich arbeiten muss, dass das von innen herauskommt, dass man einfach sowas auch einen ganzen Tanz durchhalten kann und nicht nur irgendwie eine Tünche obendrauf ist. Und das muss man erst einmal schaffen. Gratuliere. Danke sehr. Dankeschön. Danke dir. Ja. Haltung hat sich verbessert. Hupo, noch einmal ganz kurz. Wie war es vorher? Vorher, nachher, Vergleich haltungstechnisch noch einmal für mich. Vorher, nachher, der aufrechte Gang, Nicole. Schön ist er, dann, gell? Ja, dann gebe ich halt meinen Senf auch noch zu der Haltung, weil ich habe es ja letzte Woche das Sorgenkind genannt, glaube ich, oder so. Und es ist wirklich jetzt noch einmal geschrumpft. Also es ist jetzt wirklich noch einmal ein bisschen besser geworden, also sehr gut gemacht. Ich war vor allem von deinem Blick hypnotisiert. Ja. Also du warst so in diesem Tanz drin und diese Musik war eh genial und ich muss sagen, ihr seht auch wahnsinnig toll aus, aber dieser Blick, da sehen wir den genau Blick der. Noch einmal.
in Zusammenhang mit der Haltung, na, der Wahnsinn. Aber den Blick habe ich jetzt 10 Wochen unbewusst trainiert, weil ich so konzentriert habe. Jetzt, ne? Ja, das war Leichtigkeit. Das ist super, wenn es unbewusst passiert, ist es am besten. Deshalb ja. Kommt es auch echt drüber. Okay. Voilà. Passiert das gerade unbewusst oder bewusst? Alles bewusst. Egal, was passiert, auf diesen Tango könnt ihr stolz sein. Gut war. Dankeschön. Ihr könnt euch freuen. Ich freue mich einfach für euch mit. Es war ein Traum. Den? Das war vielleicht der letzte reguläre Tanz. Vielleicht. Kann ja sehr gut sein, dass die beiden mit einem Showtanz hier noch weiter um den Titel Dancing Star 2014 kämpfen. Dafür brauchen sie viele Unterstützer zu Hause. 090 10 59 09 02. Entschuldigung. Großartig, mich braucht jetzt nicht streng anschauen. Ich habe nichts dazu. Trink ein bisschen was, du brauchst immer viel Wasser. Na ja, von der Jury her also kann dann eigentlich nichts mehr passieren. Du bist sowieso ein Held für mich. Du bist ein ganz persönlicher Held. Also, wie nett bist du, danke. Ja. Jetzt kommen wir dann zur ersten und letzten Entscheidung, wo es ja darum geht, zwei Paare werden dann in das Finale einziehen mit einem Showtanz. Ja, richtig. Das gestern schon, also das letzte Mal, letzte Woche schon ein bisschen angedeutet. Vielleicht könnte es ein bisschen konkreter werden. Was wird es denn zu sehen geben? Ein bisschen Appetit machen. Warum sollen die Leute anrufen? Was würden sie versäumen? Also es ist einmal so, gell? Dancing Star ist eine super professionelle Produktion. Immer genau in einer Minute hat man mir jetzt die Haare gerichtet. Die Kameraführung, der Regisseur, der Moderator, die das gewandt haben. Also es ist alles sehr perfekt, die Action, die ja passiert. Man muss sie richtig einhauen. Und da hat die Kathi dann zu mir gesagt, das sollten wir irgendwie widerspiegeln in unserem Tanz. Und du hast gesagt, ich sehe aus wie James Bond. Und das ist unser Thema. Wir haben zusammengefasst, sehr langsam am Anfang, dann gibt es einen richtigen Kampf. Und dann gibt es, da wäre eine gewaltige Überraschung. Die niemanden Wurst sein wird. Die Wurst ist, quasi. Bad Middendorf lebt nicht. Wirklich, also James Bond, da ist ja etliches los. Also Hubschrauber, was Action, ja. Es Explosionen geben. Explosionen geben. Es wird Waffen geben, es wird. Kann man nach der Explosion geben, den Ballroom überhaupt noch verwenden oder ist das eure Strategie? Fallschirmsprünge, es wird alles geben. Den Ballroom alles kann man dann nicht mehr verwenden. Nein, okay, aber brauchen wir ja nicht mehr ab morgen. Jetzt bin ich gespannt. Und Sie hoffentlich zu Hause auch. Ich hab's das letzte Mal für den Tango 34 Punkte bekommen. Ja, das war schon ein Traum. Das war schon ein Traum. Ja. Schauen wir, ob dieser Traum heute auch noch einmal in Erfüllung geht. Jetzt pass auf. Hannes. Go Hannes. Thomas. Nicole. 9. Und Bolasch. Auch 9. Ja, eine Steigerung, so soll es sein. 36. 36 Punkte, der haut sich um die Erde. Ich bin jetzt gestolpert. Ja, das ist ja dein Problem. Du bist ja selbst mal da. Ich bin motiviert. Danke. Jetzt könnt ihr hier auf alle Fälle mal entspannen. Jetzt müsst ihr anrufen, Leute, bitte.